Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf meinem Kanal. Ich freue mich wahnsinnig, dass du eingeschaltet hast und dass du wieder mit dabei bist. Meine Lieben, es geht diesmal um ein, ich finde, relativ spannendes Thema. Ich werde es euch auch gleich ein bisschen erläutern. Ich bin, wie gesagt, keine Astrologin, das werde ich auch in dieser Inkarnation nicht werden. Ich habe mir aber das eine oder andere, was ich sehr spannend finde an dieser Konstellation jetzt von dem Vollmond, davon mal ganz abgesehen, dass das ein Supermond ist, der die intensivste Energie hat in diesem Jahr, von diesem Supermond, den es oder die es gibt in diesem Jahr. Und das heißt also, meine Hochsensiblen, weiß ich auch schon, die fühlen das ja schon 2-3 Tage vorher und auch im Nachgang noch. Was ich sehr interessant finde, ist, wir haben hier, ich zeige euch mal das Bild, ja. Wir haben hier Vollmond im Steinbock, das Ende einer schweren Phase. Ja, das kann man jetzt sehen, ja, wie es für jeden wichtig und richtig ist. Ich habe hier auf dem Tisch, und ihr seht schon wieder, wer mich verfolgt, kennt diese Kartenkonstellation. Ich habe hier einmal die Liebe und ich habe hier drüben einmal Beruf. Ja, und das habe ich absichtlich heute so gewählt. Ich habe auch absichtlich so spät erst jetzt mich für dieses Video entschieden, weil ich ehrlich gesagt nicht entscheiden konnte, wie lege ich diesmal die Legung. Ihr wisst, ich habe normalerweise, jedes Mal ist irgendeine andere Legung und jedes Mal ist irgendwie was anderes Spannendes dabei. Und ich versuche da so ein bisschen Kontinuität reinzukriegen, was mir ehrlich gesagt sehr schwer fällt, weil ich selber ein sehr unruhiger Mensch bin. Aber bezogen auf diese Legung habe ich gedacht, okay, durch eure Resonanz von der Legung, das zweite Halbjahr 2022, da hatte ich genau diese Konstellation. Ich hatte einmal den Beruf, die Berufung, und auf der anderen Seite als zweite Legung hatte ich die Liebe. Und das ist relativ gut angekommen. Und warum erzähle ich euch das jetzt alles? Das erzähle ich nicht, weil ich Langeweile habe, sondern weil wir haben jetzt hier in dieser Phase Vollmond im Steinbock zwei verschiedene Messages, die für euch wichtig sind. Ja, so. Einmal haben wir hier den Beruf. Steinbock ist ein Mensch, der, wie sind Steinböcke? Die gehen hoch hinaus. Die sind, ganz oft erlebst du einen Steinbock in der Führung. Ja, das ist dann, also ich persönlich hatte damals in meinem irdischen Angestelltenverhältnis eine bombenmega tolle Chefin, die war Steinbock. Und das sind Menschen, die unheimlich gut führen können, die haben Herz, die sind, die kannst du einfach, denen kannst du einfach Personal geben und die wissen genau, wie du mit den Menschen umzugehen hast. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft für jemanden, der sein Steinbock-Dasein lebt, ja. Und warum erzähle ich euch das jetzt wieder? Ganz einfach, weil wir haben im Vollmond im Steinbock haben wir genau diese Konstellation. Wir haben es hier von der Energie her mit Energien zu tun, die, wo man hoch hinaus will. Man weiß jetzt endlich, was möchte man beruflich ändern, was möchte man machen, wie darf es beruflich weitergehen, was hast du für Ziele. Und die Ziele sind nicht einfach, dass du sagst, ja, was habe ich denn jetzt für Ziele? Nein, sondern du weißt es mittlerweile. Und wenn du sie jetzt noch nicht weißt, dann wirst du spätestens dann merken und wissen, wenn diese Energien auch bei dir ankommen und auf dich einprasseln. Also das heißt, wir gucken uns heute hier beruflich deine Seite an, damit du ungefähr schon mal weißt, was sagt die lichtvolle geistige Welt, wie sieht das Universum in der Zeit, Vollmond im Steinbock, deine berufliche Seite. Aber auch, und jetzt kommen wir auf die Liebe. Das ist genau das Gegenstück. Hier bist du im Beruflichen, bist du engagiert, bist du nach vorne orientiert, du bist, wie sagt man denn da, du bist erfolgreich, du bist zielorientiert, du bist zielstrebig, ja? Und was hat das mit der Liebe zu tun? In der Liebe haben wir jetzt die Möglichkeit, mit Seelenpartnerschaften, mit Beziehungen tiefer eintauchen zu können, intensiver zu leben. Mehr, tiefer Liebe leben. So, und jetzt haben wir hier die pure Leidenschaft und Liebe auf der einen Seite und hier das erfolgreiche berufliche Dasein. Und wie
Kann man das kombinieren? Sehr schwer. Das kann, und das ist genau der Casus Knactus an dem Vollmond im Steinbock, da kommen wir jetzt zu, das kann teilweise zu Theater führen. Ja? Weil einerseits ist man engagiert beruflich und möchte und möchte und möchte, und dann hat man da eventuell jemanden an seiner Seite, der sagt, komm, lass uns mal eine Runde kuscheln. Findet derjenige, der hier beruflich sehr aktiv ist, nicht ganz so cool. Ja, und umgekehrt ist es genauso. Ja, jemand, der hier einfach mehr Liebe leben möchte und hat jemanden, der einfach mehr Engagement im Bereich der Berufung, der vielleicht auch der Finanzen an den Tag legt. Das ist genau das, was jetzt hier in Einklang kommen darf. Also das wird jetzt ganz interessant werden. Und wir gucken uns jetzt einmal die berufliche Seite an bei dir und die Liebe. Ja, ich habe keine Ahnung, was kommt. Ich weiß auch nicht, ihr müsst sehen, inwiefern ihr mit diesem Thema in Resonanz geht. Ich lege euch die Karte hier hin. Ja, so, Steinbock, also Vollmond im Steinbock. Denkt immer dran, Supermond, Superkräfte, super krasse Energien. Ja, und wir fangen jetzt mit dem Beruf an. Also bleibt bitte gerne dran. Die Liebe kommt dann im Anschluss. Okay, so, ich habe sie nicht weggepackt, nur hier an die Seite. So, was machen wir denn hier? Wir fangen mal am besten an mit den Impulskarten hier für euch im Bereich des Berufs, der Berufung. Vollmond im Steinbock. Was gibt es hier für meine Zuschauer? Was dürfen wir wissen? Was ist hier ganz wichtig? Ja, okay. Das ist eine wichtige Message. Was gibt es noch? Okay. Ja. Gut, meine Lieben, also ich fange mal mit der Hauptenergie an. Ja, die Hauptenergie ist das Thema Gesundheit. Ernähren Sie sich gesund und achten Sie auf Ihren Körper. Das ist eine wichtige Nachricht, eine wichtige Botschaft, denn egal was du tust beruflich, ja, gerade bei den Supermondkräften, gerade bei dem erfolgreichen Steinbock-Dasein, man möchte von der Energie einfach was mitnehmen, man möchte das in seinem berufliches Dasein mit einfließen lassen. Man möchte einfach Veränderung. Und das ist genau das, was ihr jetzt mit dem Vollmond im Steinbock leben könnt. Wichtig aber hier, achtet bitte auch auf euer körperliches Dasein. Ja, ihr seid hier inkarniert, ihr habt diesen einen Körper. Ihr könnt sicherlich eure Erfahrung machen, gar keine Fragen, aber bitte achtet auf euren Körper und auf die Gesundheit, ja? Also, gutes Essen ist wichtig. Dann haben wir einmal die Entspannung. Gönnen Sie sich eine Auszeit, genau, alles. Und das ist so ein Spruch, den möchte ich euch gerne ans Herz legen. Alles kommt zu seiner richtigen Zeit. Wenn du zielorientiert nach vorne sprintest, weil du sagst, ey, ich habe so eine mega coole Idee, ich habe so tolle Impulse, ich möchte es umsetzen und habe so viel Kopfjogging, weil ich so viel zu tun habe, weil ich so viel im Kopf habe. Ja, genau, dann entspann dich erstmal eine Runde. Mach dir von mir eine To-Do-Liste oder mach dir eine Liste, wo du nach deiner Wichtigkeit, wann was als erstes gemacht wird, oder wann was als erstes gemacht werden möchte, schreib es dir auf, damit du vom Kopf her einfach frei bist, dass du entspannt bist. Es ist nicht schlimm, wenn du dich auch mal hinsetzt und auch mal eine Tasse Kaffee trinkst oder Tee oder Saft oder was weiß ich. Du weißt, was ich meine, ne? Und das ist genau das. Wir dürfen trotz dieser impulsaktiven, verrückten, teilweise paradoxen Zeit, die aber wundervoll ist, weil wir uns alle verändern dürfen. Wir haben jeden Tag die Chance, neu uns zu verändern. Und das ist ganz wichtig, dass du wirklich entspannt bleibst. Du wirst deine Ziele auch erreichen, wenn du entspannt bist. Aber du wirst gesünder dein Ziel erreichen, wenn du dir mal eine Auszeit gönnst. Ja, das ist ganz wichtig. So, was haben wir hier noch? Die Analyse. Minimieren Sie das Risiko. Ich denke ganz klar, dass es hier nicht umsonst darum geht, Entspannung und Analyse hier zu fahren, weil du bist hier ein echtes Arbeitstier, ne? Du kannst richtig klotzen. Und hier ist es ganz wichtig, und
Ich wette darauf, dass du hier schon körperliche Symptome zeigst. Also bleib natürlich dran. Du kannst gerne an deinen Impulsen weiterarbeiten, keine Frage. Aber achte bitte, dass du genügend Entspannung bekommst und dass du dein Risiko minimierst. Das heißt, Risiko nicht nur körperlich, seelisch, sondern auch natürlich finanziell. Ne? Du kannst nichts über den Daumen brechen. Es kommt sowieso alles, wie es kommt. Und wenn irgendwas nicht kommen soll, dann sagst du dir, okay, hey, alles klar. Ne? Ist ja nicht weiter schlimm, dann ist es nicht für mich gewesen, weil es kommt was Besseres auf mich zu. Und das ist ganz wichtig. Der Steinbock ist auch unfassbar ehrgeizig. Ja, der möchte unbedingt hoch hinaus. Und die Steinbock-Energie, die möchte dich einfach triggern und treiben und machen und tun. Alles gut. Aber hier ist ganz, ganz wichtig, dass du bitte immer wieder dir eine Auszeit holst oder nimmst, dass du immer wieder schaust, okay, Einnahmen, Ausgaben, wie sieht's hier mit der Analyse aus? Ja, auch das muss nicht nur das selbstständige Dasein bedeuten, sondern auch generell deine Finanzen. Ne? Und und dass du natürlich auch bitte auf deine Ernährung achtest. Ganz, ganz wichtig für dich hier, ja. Das sind ja Karten, die kommen ja nicht einfach so, sondern die kommen ja, weil das ist wie so ein kleiner Ging-Gong, ja. Achte mal bitte da drauf. So, wir haben 7 der Kelche. Ja, wunderbar. Der Hermit. So, und dann haben wir das Ass, der Schwerter. Und auf der Rückseite haben wir hier Ritter der Münzen. Ritter der Münzen kann entweder sein, dass hier in finanziellen Bereichen eine Nachricht auf dich zukommt, zum Beispiel eine Rechnung oder dass du, wenn du dich hier als Ritter siehst, der sehr aktiv ist, Ritter gehen ja auch immer voran, ja, dass du halt wirklich, ich möchte jetzt nochmal diese Karte Analyse hier zunehmen, ja, dass du hier sagst, okay, ich habe meine Finanzen gut im Griff und ein Ritter der Münzen, der ist nicht der schnellste, ganz im Gegenteil, ein Ritter der Münzen ist der langsamste, aber ein Ritter der Münzen geht voran, langsam und baut sich so sein Fundament auf. Das heißt, du suchst hier den Weg der Analyse, minimierst dein Risiko und bist aber trotzdem beruflich nach wie vor zielstrebig hier unterwegs. Ich sehe dich hier ganz klar, du gehst nun mal sicher, du gehst hier kein Risiko ein, sondern du achtest ganz klar hier auf die Zeichen, auf die Intuition, die du hast. Du fährst einfach eine ruhige Nummer, ja? Oder du schiebst hier eine ruhige Kugel, ja? Weil die Energie der Münzen ist auch hier die Energie der Entspannung. Du tust aber Piano und das ist richtig gut. Also die zwei verschiedenen Kartendecks sprechen schon echt gut miteinander. Wir haben hier, meine Lieben, haben wir 7 der Kelche. 7 der Kelche ist die Karte, du hast die Qual der Wahl, ne? Du kannst dich entscheiden, ausgabst du dich, ja, dann haben wir hier wieder das Thema Gesundheit, ja, hey, bitte achte, dass du gesund bleibst, achte auf deine körperlichen Signale, achte darauf, dass du deinen Körper gut ernährst, dass du gesund bleibst, das ist jetzt in der Zeit ganz, ganz wichtig, im Übrigen habe ich gerade heute gelesen, das ist eine Energie, die bis Oktober 22 bei uns bleiben kann, ja, oder auch bleiben wird. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du auch, wenn du was planst und dich entscheidest, dich auch langfristig entscheidest, ja? Also du hast hier die Qual der Wahl, welchen Weg du gehst und ich sehe aber hier, dass du hier eher die ruhige Kugel schiebst, dass du kontinuierlich dein Ding machst, aber Piano, ne? So, und das ist auch sehr schön, wir haben hier den Hermiten. Der Hermit ist sozusagen jemand, der hier in Rückzug geht, ja? Und du wirst ganz genau wissen, was du tust. Und wenn du dir sagst, oh, ich fühle, dass ich jetzt eine Auszeit möchte, dass ich jetzt Entspannung möchte, dann wirst du sie dir geben, ja? Wäre es jetzt eine zweite Person, wäre das eine Jungfrau-Energie, aber das sehe ich nicht. Ich sehe hier wirklich eher dich, dass du wirklich im beruflichen Sinne dein Ding machst, keine Frage, aber du schiebst eine ruhige Kugel. Und es wird auf jeden Fall in deinem beruflichen Dasein eine Möglichkeit für dich geben, wie zum Beispiel, wenn du ein Jobangebot bekommst. Ja, das kann das auch sein,
Ja, wenn wir sagen, okay, du bist jetzt hier nicht der Ritter der Kelch, der Ritter der Münzen, sondern du, das ist jetzt eine dritte Person, dann könnte das auch eine Person sein, die im Bereich der Arbeit dir eine neue mögliche direkte Chance gibt, wo du zum Beispiel ruhiger arbeiten kannst, ja, aber für mehr Geld. Also für dich letztendlich auch eine Möglichkeit, wenn dir dein jetzt ja Job nicht gefällt. Und da kannst du auch die Qual der Wahl haben, dass du sagst, ja, was mache ich denn? Bleibe ich jetzt da, wo ich bin, oder gehe ich jetzt und fange was Neues an? Ja? Also egal in welchem Bereich, du hast hier alle Möglichkeiten und darfst hier frei weg entscheiden, was du hier gerne möchtest. So, ich habe jetzt hier noch ein zweites Tarot, meine Lieben. Ich werde jetzt einfach nochmal in die Tiefe gehen, weil ich bin neugierig und möchte gerne wissen, um was es hier bei den Sieben der Kelchen geht. Um was geht es hier bitte bei den Sieben der Kelchen in der Energie Vollmond im Steinbock? Ah, okay. Mhm. Ja, passt auf, ihr Lieben. Wir haben hier Sieben der Kelche, habe ich gesagt, Qual der Wahl. Ja, das ist hier eine Art der Stagnation. Warum? Ganz einfach, weil wir hier Vier der Kelche haben. Vier der Kelche, meine Lieben, ist die Energie. Du machst dir Gedanken. Also es könnte auch sehr gut sein, dass du in deinem beruflichen Dasein, dass es dir nicht mehr gefällt und dass du dir sagst, ich nutze jetzt die Energie Vollmond im Steinbock und mir gefällt mein alter Job nicht und ich mache mir echt ernsthafte Gedanken, was kann ich jetzt für ein zweites oder für ein anderes Jobangebot annehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten der Kartendeutung, wie es Menschen auf diesem Erdball gibt. Ich kann euch leider nicht alles sagen, aber ich kann euch das sagen, was ich reinbekomme, weil damit die Mehrheit in Resonanz gehen kann. Ja, so. Das heißt also, ich gehe auch davon aus, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, dass dir irgendwas nicht gefällt und dass du hier ein Angebot bekommst. Ja, das kann hier auch dritte Person, ja, Münzenergie, ein Angebot sein durch eine dritte Person. Das ist dann hier sozusagen die Hand, die dir den Kelch reicht. Ich mach's mal etwas größer für dich hier. Ja, siehst du das? Ja, hier reicht dir jemand den Kelch und du bist am Überlegen und sagst, oh, ich habe die Qual der Wahl und ich weiß nicht. Und es könnte auch sein, dass es dir auf Arbeit überhaupt nicht gut geht und dass du sagst, du brauchst mehr Entspannung. Ja, minimiere das Risiko des Stressdaseins. Ja, und dass du hier, weil es dir auf Arbeit nicht gut geht, du körperliche Symptome hast und du sagst, es ist das Einzige, was mir hilft, ist einfach wirklich den Job zu wechseln. Ne? So. Dann gucken wir mal weiter. Hermit, Moment. Was wird hier zum Hermit gesagt, bitte? Um was geht es hier? Mhm. Ja, du, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du dir hier eine Auszeit nimmst. Dass du noch einmal die Bestätigung. Wir haben hier die Entspannung, ja. Gönnen Sie sich eine Auszeit, dann haben wir hier den Hermit und dann haben wir hier aber drei der Münzen. Drei der Münzen ist normalerweise die Teamarbeit. Ich denke mal, dass du vielleicht bis jetzt im Team gearbeitet hast und dir sagst, nee, das tue ich mir jetzt nicht mehr an, ja, ich gehe hier raus. Ja, dass du dich hier erstmal zurückziehst aus dem Team. Das kann sein, dass du dich hier vielleicht krank schreiben lässt, weil wir haben hier wieder, ich möchte es nochmal betonen, die Gesundheit, ja, dass du dich wirklich echt grottenübel fühlst, dass du dich nicht wohlfühlst auf Arbeit und dass du sagst, es muss jetzt unbedingt eine Entscheidung her, es muss jetzt unbedingt eine Veränderung her und dass du halt für dich sagst, okay, ich brauche Entspannung, ich ziehe mich zurück aus dem aktuellen beruflichen Dasein, aus dieser Teamarbeit, ich ziehe mich da raus, ja, weil du halt wirklich für dich fühlst, das ist mir zu heavy, ne? So, wir haben hier das Ast der Schwerter. Das ist ein direkter Neuanfang. Genau. Und der direkte Neuanfang, der hat was mit sechs der Münzen zu tun. Das heißt, hier geht es um das Geben und Nehmen. Und zwar gerecht. Es könnte hier ein Jobangebot sein für dich, wo du aus diesem toxischen beruflichen Dasein oder Verhältnis, wo du gerade bist, dass du hier rausgehst und hier ein Angebot bekommst. Ja, wir haben hier eine Möglichkeit für ein neues Angebot. Und dieses neue Angebot ist hier aber im Ausgleich. Also das ist auf jeden Fall viel, viel besser, lichtvoller, freundlicher, ein sozialeres Team.
Ich sag euch nur, was ich gerade reinbekomme, als das, was ihr jetzt habt. So, ja, genau. Und wir haben hier sieben der Schwerter. Sieben der Schwerter sind Lug und Trug und Unehrlichkeiten. Das ist der toxische Arbeitsplatz. Ja, das war genau das, was dir ganz doll Kopfschmerzen bereitet hat. Und das ist genau das, wo du rausgehen wirst. Ja, weil das tut dir nämlich nicht gut. Das kannst du auf der körperlichen Ebene spüren. Ja, sozial-emotionalen Ebene, du merkst, dass du einfach nur noch gestresst bist, dass du viel, viel mehr Entspannung brauchst, sobald du nach Hause kommst, essen, Bett, schlafen, du stehst morgens auf und hast schon gleich wieder, oh mein Gott, jetzt muss ich da schon wieder hin, ja, und das ist aber ein Punkt, das ist jetzt hier eine Lektion, aber die ist deswegen auch sehr gut, weil du letztendlich weißt, was du da nicht mehr möchtest, ja, so, wir haben hier den Erzengel Gabriel. So, ich finde Gabriel deswegen ganz toll, weil der uns öfter mal Impulse gibt, was ihr dann tun könnt, bevor ihr ein neues Arbeitsverhältnis habt, ne? Also was kannst du tun, um für dich einen gewissen Ausgleich zu bekommen? Es ist nur ein Pflasterkleben, aber es ist eine Möglichkeit, ja? Und zwar haben wir hier das Tagebuchschreiben, regelmäßiges Aufschreiben deiner Gefühle und Aktivitäten wecken kreative Ideen und stärken dein Selbstvertrauen als Autor. Ja, also egal wie auch immer, ob du ein Buch schreiben wolltest oder nicht, ob du Kummer, Sorgen hast, ob es dir schlecht geht, wie es ja hier, also dir scheint es hier nicht gut zu gehen. Ja, und wenn du dir das aber aufschreibst, dann schreibst du dir das von der Seele. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich möchte euch aber jetzt nicht so entlassen, weil ich damit ehrlich gesagt nicht gerechnet habe, dass wir hier so eine katastrophale Legung haben, also katastrophal im Sinne, wartet mal kurz. Moment, ich muss mal ganz kurz hier mir mal andere Karten nehmen und holen. So. Meine Lieben, unverhofft kommt oft. Genau. Also, ja, hier ist Klartext angesagt, ne? Das ist wieder so ein Klartext-Video für euch. Für alle die jetzt hier in einem Arbeitsverhältnis sind, wo sie sich nicht wohlfühlen, meine Lieben. Ich gucke jetzt, wie sich das bei euch weiterentwickelt, okay? Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, lasst mich mal schauen. Was ist hier für alle die sich hier nicht wohlfühlen im Arbeitsverhältnis? Was darf ich hier weitergeben? Sehr schön. Mhm. Eine Karte wird noch kommen, meine Lieben. Und dann zeige ich sie euch gleich. So. 1, 2, 3, 4 Karten sind gekommen. Ja. So. Meine Lieben, wir haben hier einmal das Kind. Das Kind steht für Leichtigkeit. Ja. Du darfst wieder mehr. Also das ist ja jetzt hier ein Junge, ne? Du darfst hier mehr in die Aktivität kommen, in die Leichtigkeit. Ja, wir haben hier auf der Unterseite des Kartendecks, ich sag mal so, der sieht so aus, der erwachsene Mann wie so ein Herrscher. Ja, das heißt hier letztendlich, das ist die männliche Energie. Du darfst hier wieder in die männliche Energie kommen. Und Leute, ich weiß, wie schwer es ist, wenn man einen Arbeitsplatz hat, wo man sich nicht wohlfühlt. Ja, wo man einfach das Gefühl hat, boah, was ist das jetzt hier für ein Horror? Ja, du darfst hier trotzdem in die Aktion kommen. Das heißt, du darfst dir überlegen, was möchte ich tun? Ich wiederhole mich gerne nochmal. Du hast hier jemanden, der auf dich zukommt. Ja? Hier seht ihr den Kelch mit der Hand. Hier möchte dir jemand sozusagen einen Kelch reichen. Ja? Hier möchte dir jemand zeigen, hey, hör mal, du bist hier nicht alleine. Ich habe hier ein Jobangebot für dich. Können wir dich abwerben zum Beispiel, ja? Also, und hier ist es ganz wichtig, dass du hier wieder in die Leichtigkeit kommst. Und ich sehe das auch, dass du, wenn du aktiv wirst und in die Entscheidung gehst, okay, das war bis hierhin jetzt eine interessante Erfahrung, aber mehr bitte nicht.
Ich habe jetzt daraus gelernt, was ich nicht möchte, ja? Und da kommst du automatisch schon in die Leichtigkeit, weil du schon mal eine erste Entscheidung getroffen hast. Dann haben wir die zweite Karte. Das ist die Sense. Die Sense sagt immer, da wird was gekürzt, ja? Das kann hier ein alter Arbeitsplatz sein. Und dann haben wir hier aber der Berg. Der Berg kann hier die Blockade sein, dass du sozusagen dich schon von deiner Arbeit, die du jetzt hast, abwendest. Und die Sense sagt, okay, ich nehme dir jetzt hier die Blockade. Das heißt, du wirst auf deinen Arbeitsplatz reduziert. Das heißt, du gehst aus deinem Arbeitsverhältnis raus. Ja? Wie mache ich denn das? Ich lege euch das mal hier rüber, dass ihr das sehen könnt. So, meine Lieben. Also alles letztendlich zum höchsten Wohle für euch. Ja, wie gesagt, hier der Berg, die Blockade wird durch die Sense euch genommen. Das ist ja schon mal was Schönes. Zumindest wenn man sich nicht wohlfühlt, dann ist es was Positives. Und hier haben wir auch die Kommunikation. Es könnte sein, dass man sich hier gütig einigt. Ja, dass man hier sozusagen kommuniziert, also bis hierhin und nicht weiter. Ja, auch das kann hier bedeuten, dass man hier den Arbeitsplatz sozusagen beendet. Eine Reduktion. Man teilt mit, dass man hier sozusagen sich aus diesem Arbeitsverhältnis reduziert, weil man sich hier nicht mehr wohlfühlt. Ja? Meine Lieben, wenn ihr hiermit in Resonanz geht, dann wisst ihr auf jeden Fall jetzt, dass es hier ein Ende gibt von eurem Arbeitsverhältnis, dass hier jemand auf euch zukommt, der euch gerne mit im Unternehmen haben möchte. Hört euch mal ein bisschen um. Es ist die Bestätigung, dass ihr in dem aktuellen Arbeitsverhältnis hier sehr viele Menschen habt oder auch eine Person habt, die euch hier sehr zusetzt und wo ihr wirklich sagt, ich möchte das nicht mehr. Und von dem her kann ich euch nur sagen, macht euch nicht zu große Gedanken, meine Lieben. Es kommt hier jemand auf euch zu. Es wird hier sich etwas bei euch verändern im beruflichen Sinne, aber zum Positiven. Ja, also für alle, die war die Legung, die halt wirklich ein nicht so schönes Arbeitsverhältnis haben, macht euch nicht so viel Gedanken. Ihr habt die Hilfe, ihr bekommt die Hilfe, ihr bekommt alles, was ihr braucht. Das kommt zu euch und ihr werdet dann in ein besseres Arbeitsverhältnis gehen. Und dazu ist übrigens auch der Vollmond im Steinbock sehr gut, weil ihr lasst euch nicht hängen, sondern ihr sagt ganz klar, knallhart, ich habe hier keinen Bock mehr auf das Affentheater. Ich werde jetzt lösungsorientiert für mein Wohl, für mein Sein, werde ich jetzt hier eine Entscheidung treffen und werde aus diesem Arbeitsverhältnis gehen. Ich kenne so viele Menschen, Männlein wie Weiblein, die wirklich, also die Männer sind noch aktiver in einer Selbstständigkeit, muss ich sagen, und die Frauen sind, ich gefällt mir das ja, nein, nein, dann gehe ich jetzt. Ja, also die Frauen sind dann wesentlich aktiver im, ich entscheide mich gegen dieses Arbeitsverhältnis und gehe in ein neues im Angestelltenverhältnis, ja? So, aber nichtsdestotrotz, das muss jeder für sich selber wissen, das hat hier nichts mit, ich möchte hier keinen irgendwie klein machen oder klein halten, sondern das ist aber meine Erfahrung einfach mit der männlichen und der weiblichen Energie. So, ich hole mir jetzt mal die anderen Karten rüber und wir gucken uns jetzt mal an, was hier in der Liebe auf euch zukommt, meine Lieben. So, was haben wir denn hier? In der Liebe, in der Zeit vom Vollmond im Steinbock, ich wollte schon sagen im Skorpion, nee, im Steinbock. Wir haben hier den Rückzug. Okay, lass dir von Freunden helfen. Mhm. Und die Täuschung. Okay, also ich könnte eigentlich mit der Legung aufhören. Oh weia, meine Lieben. Auf der Rückseite, wir haben unerwiderte Liebe. Unerwiderte Liebe haben wir hier. Die Anziehung oder Chemie ist nicht stark genug, um diese Beziehung aufrecht zu erhalten. Okay, hier haben wir also jemanden, der gerne mehr in Richtung Liebe gelebt hätte, der eine gewisse Vorstellung hatte, wo aber der andere nicht ganz der Meinung war. Also ihr seid hier nicht... ihr seid hier nicht auf einem Level gewesen irgendwie, ja? So, lasst uns mal schauen. Dann haben wir hier den Rückzug. Es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen. Ja, das kann... Okay, habt ihr das gesehen?
Also hier kann es wirklich sein, dass du sagst, ja hier, guck mal, ne, pff, nö, will ich nicht mehr, ich ziehe mich jetzt zurück. Ich hab da keine Lust mehr drauf. Also was ich auch ganz interessant finde, ich hatte ganz zum Anfang gesagt, wenn ihr euch erinnern könnt, dass wir jetzt im Bereich der Partnerschaften mehr tiefere und intensivere Liebe leben können. Wenn wir es hier mit einer Seelenpartnerschaft zu tun haben, ist das nicht unnormal, dass einer sagt, oh, nö, ich liebe dich nicht mehr oder ich erwidere nicht das, was du möchtest. Warum? Weil dein Gegenüber oder auch du, das musst du jetzt für dich bitte mal umswitchen, weil dein Gegenüber jetzt, ich bleib mal dabei, vielleicht sagt, ich kann das nicht mit dir teilen, weil dein Gegenüber noch nicht so weit ist. Gerade in Seelenpartnerschaften haben wir oftmals die Thematik, dass einer schon viel, viel weiter entwickelt ist wie der andere. Und dann geht man einfach ein Stück weit auseinander. Und dann kann es schon mal sein, dass man sagt, nö, ist doch nicht so die Anziehung, Chemie, nö. Ja, und dann sagt man sich, okay, ich habe jetzt gerade nichts anderes zu tun, als mich zurückzuziehen, weil was soll ich machen? Ja, du lässt deinemjenigen oder deinem Gegenüber, demjenigen die Zeit, sich zu entwickeln. Ja. Das ist letztendlich für dich sehr löblich, aber es tut natürlich auch weh, keine Frage. So, und hier haben wir die nächste Message. Lass dir von deinen Freunden helfen. Bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Ja, du bist nicht alleine. Du kannst es nicht ändern, wenn dein Gegenüber so reagiert. Ja, Täuschung. Jemand in dieser Beziehung verbirgt sein wahres Selbst unter einer Maske. So, ja, sag ich ja. Einer von euch war nicht ehrlich oder ist nicht ehrlich oder kann die Gefühle nicht zulassen. Leute, gerade in Seelenpartnerschaften, da reicht es nur aus, dass einer im Bedarf ist und ganz viel Liebe leben möchte. Das ist das, was ich zum Anfang gesagt habe. Ihr habt die Möglichkeit, genau das jetzt zu leben. Wenn dein Gegenüber aber nicht dazu bereit ist, dann kann es sein, dass der dir hier echt was vorspielt und du bist hier völlig fertig und sagst dir, was ist das denn jetzt hier? Ja, ich habe das Gefühl der unerwiderten Liebe. Na okay, dann ziehe ich mich zurück. Du beschäftigst dich hier mehr mit deinen Freunden, ja, weil du sagst, nö, also ich bin hier lieber für eine klare, ehrliche Linie. Ich möchte nicht mit Masken durch meine Liebe gehen oder durch eine Liebe gehen und ziehst dich dadurch halt zurück, ja. Lasst uns mal schauen, was hier noch das Tarot zu sagen hat für euch. Solltet ihr wieder das Hintergrundschnarchen hören, das ist natürlich mein Boxermädchen. Wir haben es ja auch schon relativ spät. Ja, und es ist Schlafenszeit für kleine Boxer. Tja, seht da mal, ich bin schon wieder so eine Nachteule hier. Meine Lieben, was haben wir denn hier? Ach hier, so ist es richtig. Wir haben hier den gehängten Mann. Das ist hier eine Energie, du guckst dir die Situation aus einer anderen Perspektive an. Wenn du diese Energie, meine Liebe, ich spreche jetzt mal aus der Sicht einer Frau, bitte alle Gleichgeschlechtlichen und Männer, switcht es euch bitte um. Wenn du hier, meine Liebe, unendlich liebst und dachtest, das ist der Mensch, mit dem du alt wirst. Und du bist hier in dieser Seelenpartnerschaft und vielleicht auch noch gar nicht bewusst und denkst gerade, du fällst hier vom Glauben ab, weil sich dein Gegenüber zurückzieht. Dann schau dir bitte mal die Situation aus einer anderen Perspektive an. Und dann ist es ganz wichtig, wie gesagt, das ist hier alles kein Muss und ich will hier auch nicht klugscheißern oder erzählen, wie es richtig geht, weil das muss jeder für sich selber wissen. Ich möchte euch letztendlich hier mit diesen Legungen nur helfen, ja? Und ihr nehmt euch bitte das Beste bei raus. Aber es ist wichtig, dass wenn sich jemand zurückzieht, dass ihr einfach mal hinterfragt, warum ist das so? Vielleicht ist das ein Mutterthema, kann sein. Vaterthema ist auch nicht ganz so fern. Schau dir mal die Kindheit an, schau mal in die Seele, versuch mal in die Seele deines Gegenübers reinzuschauen oder ein Gespräch zu suchen. Hey, warum ist das so? Warum täuschst du mich hier? Ja, wenn es dein Gegenüber ist. Warum gibst du mir nicht die Liebe? Warum erwiderst du meine Liebe nicht? Ja, zum Beispiel, wenn ihr eine Weile zusammen gewesen seid und auf einmal ist jetzt da einfach so eine Situation, wo du sagst, gerade jetzt brauche ich dich aber und du ziehst dich zurück, ne? Also hier bitte mal hinterfragen. Das kannst du sehr gut in der Situation hier im gehängten Mann oder mit der Energie des gehängten Mannes. Es könnte sein, dass du es hier mit einem Ritter der
Münzen zu tun hast. Und das ist natürlich eine Energie, die relativ langsam ist, die nicht gerade sehr aktiv ist. Und wenn eine Münzenergie, egal was, ob Ritter, König oder was weiß ich, eine Münzenergie, wenn die kein Interesse mehr hat, ja, diese Entscheidung auszusprechen, dauert. Die Entscheidung zu sagen, was los ist, dauert. Also du wirst hier von deinem Gegenüber relativ schwerfällig und schwermütig eine Entscheidung hören. Es wird auch von der Kommunikation her hier sehr zäh werden können. Es könnte hier sehr wohl sein, dass du das Gefühl hast, aufgrund der Situation, weil du das auf einmal gar nicht so mehr verstehst, wieso, weshalb, warum das hier ist, dass du das Gefühl hast, du bist halt wirklich... Du bist handlungsunfähig und du siehst die Dinge nicht. Du verstehst es einfach nicht. Du verstehst nicht, warum dein Gegenüber so handelt. Und deswegen ist es ganz wichtig, meine lieben Süßen, dass ihr hier bitte euch von euren Freunden helfen lasst. Du kannst dir natürlich auch eine persönliche Legung buchen, ne? Kann da gerne mal reingucken bei dir und bei ihm direkt, wenn du sagst, ich gehe hier so in Resonanz. Ich möchte das gerne mal wirklich wissen. Was ist hier los? Ja. Wir haben hier vier der Stäbe. Vier der Stäbe ist die Karte, dass man baut sich erfolgreich ein Fundament auf, eine Hochzeit. Ich gehe ganz stark davon aus, dass dein Gegenüber hier etwas hat, Kummer, Sorgen, irgendwas, was ihn belastet, und es zeigt er dir hier. Und aufgrund dessen, dass du dich hier in die Energie vom gehängten Mann stellst, versuchst du dein Gegenüber hier zu verstehen. Und das zeigt deinem Gegenüber natürlich auch, dass du Interesse hast, dass du gerne verstehen möchtest, warum es so ist, damit du wieder da anknüpfen kannst, wo ihr letztendlich aufgehört habt. Es könnte aber auch sein, dass zum Beispiel die Acht der Schwerter, dass das die Energie jetzt hier von deinem Gegenüber ist, dass der völlig blockiert ist. Erinnert euch dran, wir hatten den Ritter der Münzen hatten wir auch in der Arbeitslegung drin, ja? Also in Berufung, ja? Es kann auch sein, dass hier dein Gegenüber entweder ein Geschäftsführer ist, viel zu tun hat gerade und deswegen wenig Zeit für dich hat, oder aber beruflich belastet ist. Also wie gesagt, es kann alles möglich sein, es hat verschiedene Gründe. Es gibt so viele Gründe wie auch Menschen, das hatte ich ja schon mal gesagt, aber ich sehe hier kein Beziehungsaus, ja, auch wenn hier die Täuschung drin liegt. Die Täuschung ist letztendlich eine Energie, wo man sagt, hier ist jemand nicht ehrlich. So, du hast das Gefühl der unerwiderten Liebe, okay, du ziehst dich hier vielleicht ein Stück zurück. Und vielleicht gibt es hier aber jemand in deinem Freundeskreis, man hat ja meistens... Er hat Freunde, du hast Freunde und zusammen hat man einen Freundeskreis und der Mann erzählt seinen Kumpels und du erzählst den Mädels und dann auf einmal erzählt das Mädel dem Jungen und ne, ihr wisst, wie ich meine, und dann auf einmal wird sich ausgetauscht und du kriegst auf einmal eine Antwort und verstehst jetzt auf einmal, warum dein Gegenüber so drauf ist, obwohl er dir das nicht gesagt hat, aber über drei Ecken hörst du dann, warum das so ist. Was wiederum dazu führt, dass ihr ins Gespräch gehen könnt. Wir haben hier Königin der Münzen. Das könntest du sein von der Energie her oder dass du halt Münzenergie im Chart hast. Das heißt, du hast hier schon vom Verständnis her, wenn dein Gegenüber hier sehr langsam reagiert oder hier sehr schwer es mit der Aussprache hat, weil er nicht sich traut, vielleicht die Dinge so direkt anzusprechen, dass du sagst, hey, ich verstehe, wie es dir geht. Ich bin auch Münzenergie. Ja, also ich sehe dich hier eher, dass du dein Gegenüber abholst, ne? Und dass du sagst, also abholst im Sinne von, dass du da, wo er steht, sagst, ey, komm, Schatzi, dann lass uns mal darüber reden. Ne? Wie gesagt, ich sehe hier kein Beziehungsaus. Ich sehe hier eher, dass dein Gegenüber hier belastet ist und dass du auf dein Gegenüber hier zugehst und mit deinem Gegenüber ins Gespräch gehst. Und dann kommen nämlich die vier der Stäbe wieder. Lasst uns mal gucken, was es hier noch geht. Ich lege jetzt mal eine zweite Reihe. So, der gehängte Mann. Um was geht's denn hier? Was dürfen sich meine
Zuschauer hier aus der Sicht des gehängten Mannes anschauen. Okay. Ich sag ja, das hat was mit der Arbeit zu tun. Hinterfrag mal bitte, ob dein Gegenüber hier Probleme mit der Arbeit hat. Wir haben hier einen König der Stäbe. Das kann ein Kollege sein, das kann aber auch ein Vorgesetzter sein. Ja, das heißt, sehr charismatisch, ein Arbeitstier. Ja, also, wie soll ich sagen, Stabmenschen sind Feuerzeichen, sind sehr schnell in der Umsetzung, sind sehr arbeitsam. Und es kann hier sein, mit 6 der Münzen, dass dein Gegenüber einfach viel zu tun hatte, immer viel gemacht hat, aber dieses Geben und Nehmen hier nicht im Einklang war. So ein bisschen, dass er vielleicht die Marionette auf der Arbeit war. So, jetzt ist er aber eine männliche Energie. Das heißt, er möchte dir natürlich als weibliche Energie nicht sagen, Schatz, das ist so und so. Ja, es kommt immer auf die Position drauf an. Je nachdem, wie man auch mit dem Ego oder mit seinem Selbstwert gereift und gewachsen ist. Ja, viele Männer tun sich da auch schwer. Es kann zum Beispiel auch eine weibliche Energie sein. Also vom Geschlecht her, ja. Denk dran, die Karten, die Personenkarten sind geschlechterunabhängig. Aber es könnte auch sein, dass dein Gegenüber zum Beispiel eine neue Kollegin bekommen hat oder eine neue Vorgesetzte und dass dann auf einmal die Nase zu groß, zu klein war, das Verhältnis der Arbeit nicht mehr professionell gelaufen ist, sondern eher auf, weiß ich nicht, es gibt die utopischsten Situationen, dass die Chefin auf einmal deinen Partner gesehen hat, der ist toll, er sagt, nö, du, ich bin aber besetzt, ich bin in einer Beziehung und von dem an ging das Gleichgewicht von Arbeitnehmer, Arbeitgeber in den Keller. Es gibt so viele Möglichkeiten, ja, also hier ist auf jeden Fall ein Problem, was dein Gegenüber auf Arbeit hat und ich denke durch dieses, dass du dich hier in eine andere Position begibst, in eine Stagnation und einfach mal das Gespräch und sagst, du, was ist denn hier auf Arbeit bei dir los? Oder was ist denn überhaupt los? Warum ist hier das Geben und Nehmen mit dieser einen Person so im Ungleichgewicht? Das ist das. Ich sag euch das. Hier hat dein Gegenüber Schwierigkeiten und möchte sich nicht großartig bei euch äußern. Was wiederum dazu führt, dass im Bereich der Liebe er mit diesen Gedanken einhergeht. Schlaflose Nächte, man überlegt, man will den Partner nicht belasten. Ja, guck mal hier, ne? Das sind die Einflüsse von außen. Das kann auch das Ego sein, dass dein Gegenüber sagt, na, ich lass mir doch von der Pute nichts sagen, ne? Was will die mir denn? Das kann doch nicht sein, ja? Oder es kann doch nicht sein, dass ich habe bis jetzt immer das und das gemacht und jetzt soll ich das machen und nö. Und also hier ist entweder dein Gegenüber sehr, sehr getriggert, ja? Oder halt, er hat wirklich hier von außen mächtig Einflüsse, womit er überhaupt nicht klarkommt. Und das spiegelt sich alles auf dein Liebesleben mit deinem Gegenüber wieder. Hier kommst du schon wieder ins Bild. Also, du kannst noch nicht erkennen, genauso wie, also pass auf, anders. Du kannst hier noch nicht erkennen, warum dein Gegenüber so drauf ist, weil du die Hintergründe hier noch nicht weißt. Das heißt, du wirst hier ins Gespräch mit deinem Gegenüber gehen müssen, damit du hier die 8 der Schwerter sozusagen eliminieren kannst, ja? Das soll dir keine Angst machen, sondern hier ist wirklich, okay, wo stehst du mit deinem Gegenüber? Was ist hier los? Hinterfragen, ja, Freunde um Hilfe bitten in der Situation und dann lösungsorientiert nach vorne. So nach dem Motto, du rufst deinen besten Kumpel an und sagst, ey, kannst du dich mal mit meiner zweiten Hälfte treffen? Es ist ja nicht mehr zu fassen. Ja, da passiert gerade bei uns in unserer Beziehung irgendwas ganz Doofes. Nach wie vor, es ist kein Beziehungsaus, meine Lieben. So, und dann passiert Folgendes. Wenn das Thema hier geklärt ist, ja, ihr die Unterstützung von Freunden bekommen habt, die Blockade mit 8 der Schwerter eliminiert worden ist, dann gehen auch diese ganzen, der Rückzug, die Täuschung, die unerwiderte Liebe. Weil, wisst ihr, wann die unerwiderte Liebe kommt? Nicht immer nur, wenn man sich vielleicht jetzt gerade kennenlernt oder wenn man der Meinung ist, wie soll ich euch das sagen, es war aber so und so und jetzt ist es nicht mehr so, die kann dann immer kommen, wenn man auch beruflich Stress hat. Dann hat man einfach keine Zeit für die Liebe, dann ist man so mit sich beschäftigt, dass man keinen Bock darauf hat.
Aber das heißt nicht, dass er keinen Bock auf euch hat. Denn wir haben hier einmal vier der Stäbe und wir haben hier Ritter der und wir haben hier Ritter der Stäbe. Das heißt, Ritter der Stäbe ist die Karte der Sexualität. Also wenn ihr jetzt sagen würdet oder mich fragen würdet, was soll ich tun? Versucht euren Gegenüber ein bisschen abzulenken, habt ein bisschen körperliche Fitness und dann wird es auch wieder stabiler werden. Hört sich jetzt vielleicht heftig an, aber auch körperliche Fitness hält Körper, Geist und Seele im Einklang und kann dem, wie soll ich sagen, dem menschlichen Gemüt auch sehr gut tun. So, und dem Rest hier, was wir hier haben, den Rest, den könnt ihr hier eurem Kumpel überlassen oder den Freunden, die euch hier helfen. Manchmal kommst du mit deinem Gegenüber in gewissen Situationen, weil du Frau, er Mann ist, kommst du einfach nicht weiter. Da ist es ganz wichtig, dass man dann einfach wirklich andere um Hilfe bittet, um damit es bei euch wieder besser klappt. Das ist manchmal so. Das ist nichts Schlimmes. Deswegen sehe ich hier auch keinen aus. Ich sehe hier letztendlich nur eine Blockade, weil hier beruflich der Hafen brennt. Ja, so. Und wie gesagt, wir haben hier die Sexualität, die Karte, ne, der körperlichen Liebe und wir haben hier aber auch wieder die Hochzeit und das Fundament und deswegen sehe ich hier überhaupt kein Ende. Ja, du fühlst dich sicherlich ungeliebt im Moment, mag sein, aber wir haben ja hier den Vollmond im Steinbock, das heißt, du bist hier sehr engagiert, du bist einfach die Liebe, du möchtest, wenn es deinem Gegenüber nicht gut geht, alles dafür tun, dass es euch wieder gut geht und das sehe ich hier. Ja, so. Und wir haben hier drei der Münzen. Und drei der Münzen ist normalerweise die Teamarbeit. Funktioniert auch wunderbar mit Freunden, so nach dem Motto. Du machst das, deine Kumpels und Freunde helfen ihm. Gemeinsam schafft ihr das, dass es euch wieder besser geht. So, also wie gesagt, sei offen dafür. Teamarbeit ist angesagt. Hier bezieht deine Freunde mit ein oder bezieht eure Freunde mit ein. Und also es ist hier kein Beziehungsaus, definitiv nicht. So, ich möchte dir jetzt aber hier von dem Kartenset Home of Love, möchte ich euch gerne ein paar Karten ziehen, meine Lieben. Und was geht es hier bitte bei der Reisegruppe, die hier angesprochen ist? Um was geht es hier bitte? So, meine Lieben, das ist genau das, was sich hier natürlich widerspiegelt. Ja, Hilfe. Hole dir Hilfe von Familie, Freunden oder anderen Menschen. Sei dankbar und nimm sie an. Ja, das kann für dich gelten, genauso wie für dein Gegenüber. Ja, lasst dir hier von deinen Freunden, von euren Freunden, lasst euch hier helfen. Ja, wie gesagt, manchmal Männergespräche sind heilsamer wie Mann-Frau-Gespräche. Das ist so. Das kann ich nicht erklären. Das ist aber einfach so. Und manchmal wirken diese Gespräche einfach Wunder. Ja? Also hier darf man sich bitte Hilfe holen. Dann haben wir hier die Warnung. Sei wachsam, achte auf die Zeichen, denn sie warnen dich, negative Gefühle. Und das ist genau das, was du hier letztendlich mit der unerwiderten Liebe hast. Du fühlst einfach, dass du hier getäuscht wirst, weil er dir nicht die Wahrheit sagt, dass du hier unerwiderte Liebe erfährst, weil er dir nicht die Wahrheit sagt und deswegen vielleicht er oder du in den Rückzug gehst. Das ist euch aber nicht geholfen, meine Lieben. Hier ist es wichtig, dass ihr hier wirklich Freunde um Unterstützung und Hilfe bittet und dann wird euch auch geholfen werden können. So, und dann haben wir hier die Vergangenheit. Vergib und verzeih. Lege die Wut ab, lass los, du kannst nichts mehr ändern. Ja, guck mal, dein Gegenüber, hier haben wir schon. In der Arbeit, es ist einfach, hier ist was passiert, was dein Gegenüber echt triggert, was ihn Sorge bereitet, was er nicht vielleicht noch nicht loslassen kann, wo er sauer ist, wütend ist. Und das spiegelt sich hier alles auf eure Liebe wieder. Ja, das heißt also hier, unterstütze dein Gegenüber mit deiner Liebe, bezieh die Freunde mit ein,
such dir Hilfe, versuch hier wirklich deinem Gegenüber zu helfen. Aber es ist nach wie vor kein Aus in eurer Beziehung. Ich kann es nur oft genug sagen. Ja, ich lege mal die Karte hier hin. So, jetzt würde ich gerne auch wissen, was dein Gegenüber dir zu sagen hat. Was hat dein Gegenüber dir hier noch mitzuteilen? Tja, na, also Leute, hier sage ich doch, es ist kein Beziehungsaus. Ich liebe dich. Muss ich dazu noch mehr sagen? Ja, das ist letztendlich, dass er liebt dich. Er ist auch absolut, du bist auch absolut, ich sag mal so, der Stern am Sternenhimmel für ihn. Aber er hat hier echt ein Problem, wo er deine Hilfe braucht. Punkt um. Und wenn er dich nicht lieben würde, ja, dann wäre hier nicht die Sexualität und dann wäre auch nicht das Fundament, dann wäre auch nicht die Hochzeit. Ja, also es gibt immer in einer Beziehung Höhen und Tiefen. Ich habe hier eine Tiefe, die hier geheilt werden darf. Passend natürlich zum Vollmond im Steinbock. Definitiv, das ist eine mega Energie. Das schaffst du mit ihm. Und jetzt möchte ich gerne wissen, was du deinem Gegenüber noch sagen möchtest. Was ist für dich? Ja, ah, alles klar. Leute, ich drehe durch. Ich schrei gleich. Guckt euch das mal bitte an. Seelenpartner. So, ich möchte, dass ihr das lesen könnt. Okay. Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Ja, wenn ihr also hier eventuell, zum Beispiel er ist auf Arbeit oder er macht eine Geschäftsreise oder wie auch immer, ja, dann ist dein Gegenüber, dein Seelenpartner, der ist immer bei dir. Ja, und du bist aber auch bei ihm. Also du kannst wissen, dass ihr seid, wir sind ja auch alle all eins. So ist es nicht. Das heißt, ihr seid miteinander verbunden. Auch wenn es mal ein Tief gibt. Guckt mal, was er euch sagt. Ne? Ich liebe dich. Wir sind immer miteinander verbunden. Das werdet ihr auch über den Tod hinaus, aktuell in dieser Inkarnation. Das ist genau das. Und hier, vergesst mal nicht, es gibt hier wirklich ein Thema, was dein Gegenüber hier, woran er hier zu knabbern hat, was hier bearbeitet werden darf. Also, für die Liebe, letztendlich ist soweit alles in Ordnung. Du darfst hier nur in die Situation bitte des gehängten Mannes gehen und dein Gegenüber abholen. Das heißt, frage Schatzilein, was ist los hier? Warum geht es dir jetzt nicht gut? Warum steckst du hier in dieser Situation, gibst mir Liebesentzug, was weiß ich, ihr werdet es am besten wissen. Wichtig ist, Mädels, reinigt euch, erdet euch. Tut euch was Gutes, macht euch einen mega knackigen Salat oder tut euch irgendwas Gutes in Form von Powerfood, dass es euch gut geht. Ihr braucht die Größe und die Stärke. Ja, sehr schön. Jetzt ist mein halber Baum umgefallen. Egal. Ihr braucht die Größe und die Stärke hier, um euer Gegenüber zu unterstützen. Das ist ganz, ganz wichtig, meine Lieben. Ja, also es ist kein Beziehungsaus. Nochmal, dein Gegenüber braucht hier deine Liebe, deine Fürsorge, deine Unterstützung. Und du holst hier bitte auch diese Unterstützung von deinen Freunden, seinen Freunden, um ihn zu unterstützen, damit es bei euch dann wieder, ne? Schnackelt, knackelt, es ist hier oben, es ist nur eine vorübergehende Sache, ja, kein Aus, keine Sorge, ja. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat dieses Vollmond-Video gefallen. Ich wollte es unbedingt so switchen, weil es passt nämlich wieder, die Geschichte vom Beruflichen und eurer Liebe, inner Liebeslegung, zu dem, was vorher hier in der Liebe war. Das passt sowas von faustdick aufs Auge. Ich hoffe, es konnten ganz, ganz viele damit in Resonanz gehen. Ich freue mich über alle Kommentare, über Likes, über Abos, über alle meine Kanalmitglieder, jeder, der Mitglied werden möchte. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid und wir in eure Materie, eure Themen einsteigen können und uns einfach alle einen Mehrwert geben können. Meine Lieben, danke für bis hierhin zum Zuschauen oder dass du bis hierhin zugeschaut hast. Ich freue mich sehr darüber. Genau, denkt dran, die Energien sind bis Oktober 22 aktuell. Ich werde jetzt das Video fertig machen, für euch hochladen
Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Schön, dass ihr da wart. Fühlt euch einfach umarmt. Ihr seid klasse, ihr seid toll, wie ihr seid. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns das nächste Mal wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, eure Katrin. Tschüss.